Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu diesem Interview. In diesem Interview geht es um das Thema Menschenhandel bzw. Human Trafficking. Und in diesem Interview habe ich Dr. Claudia Simone Dorchheim zu Gast und Dr. Marcel Polte. Herzlich willkommen an euch beide. Schön, dass ihr heute hier seid. Dr. Marcel Polte kennt vielleicht der ein oder andere schon von unserem Video zum Thema rituellen Kindesmissbrauch. Falls ihr das Video nicht gesehen habt, dann würde ich das oben auch nochmal verlinken. Da könnt ihr draufklicken und euch das auch noch anschauen. Ansonsten, heute geht es um das Thema Menschenhandel und ich würde euch zwei bitten, dass ihr euch noch ganz kurz einmal vorstellt für die Leute, die euch noch nicht kennen. Das heißt also, wer seid ihr, was macht ihr, was macht euch zum Experten, zur Expertin zum Thema Menschenhandel bzw. Human Trafficking und ja, was ist Human Trafficking eigentlich, also worüber sprechen wir heute? Und ich würde vorschlagen, dass wir einfach mal anfangen mit Claudia, dass du dich zuerst vorstellst und dann leiten wir das Zepter an Marcel weiter. Und genau, dann habe ich noch weitere Fragen für euch vorbereitet. Genau, dann darfst du gerne starten, Claudia. Hallo, mein Name ist Claudia Simone Dorchheim. Ich bin Philosophin. Und für mich bedeutet Aufklärung, ganz wichtiger Begriff in der Philosophie, das Ende der Ausbeutung des Menschen durch den Menschen. Die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen hat viele Gesichter. Das fängt an bei unzureichenden Schulsystemen, die die Menschen nicht zu kritischen und mündigen Bürgern erziehen. Es geht weiter über unzureichende gesellschaftliche Teilhabe bestimmter Gruppen. Und das endet in den verdeckten Industrien, in den Schattenwirtschaften, zu denen Drogen, Waffenhandel und auch Menschenhandel gehören. Ja, mein Name ist Marcel Polte. Wir hatten ja schon ein Interview zum Thema rituelle Gewalt. Ich bin Jurist und habe mich sozusagen vor diesem Hintergrund meiner juristischen Erziehung mit dem Thema rituelle Gewalt beschäftigt, auch mit Mind Control und dem Projekt MKUltra der CIA und bin in dem Kontext eben auch auf den Begriff des Menschenhandels gestoßen, dass der dort eine Rolle spielt. Da werden wir auch später noch mal näher drauf eingehen, wie diese Verbindung sich darstellt. Und ja, du hattest gefragt, was ist überhaupt Human Trafficking, was ist Menschenhandel? Und da kann man sich mal anschauen, die Definition der Vereinten Nationen dazu, die sagen, Menschenhandel ist die Anwerbung, der Transport, die Verschleppung oder auch der Empfang von Menschen durch Gewalt oder auch durch Betrug oder Täuschung mit dem Ziel, sie zu Gewinnzwecken auszubeuten. Und die Ausbeutung, hatte eben ja schon Claudia erwähnt, ist also da ein ganz entscheidendes Merkmal. Wichtig ist, es gibt sozusagen zwei Faktoren. Das sind einerseits die Mittel, die dort angewendet werden. Es wurden hier Gewalt genannt, Betrug oder Täuschung. Und da nennt dann die UN noch näher zu diesen Methoden, um was es dort geht. Das ist der körperliche und sexuelle Missbrauch, der da angewendet wird, um Opfer gefügig zu machen. Es ist genauso aber auch die Erpressung oder auch die emotionale Manipulation, also Menschen in eine emotionale Abhängigkeit zu bringen. Auch da wird Claudia sicher später noch mal näher drauf eingehen. Und es ist beispielsweise auch die Entfernung von offiziellen Dokumenten dieser Person, also Reisepass, Reiseausweis werden weggenommen, damit diese Person sich eben nicht mehr frei bewegen kann. Das Ziel ist immer ein Profitstreben, das heißt durch die Ausbeutung, häufig in sexueller Form, man spricht dann von Human Sex Trafficking, aber auch in anderen Formen, also das heißt, neben Prostitution kann da Zwangsarbeit das Ziel des Ganzen sein. Es kann um Organhandel gehen, also dass an die Organe dieser Opfer rangekommen werden soll, um Kinderarbeit oder auch um Zwangsheirat. Also das sind alles Ausprägungsformen dieses Menschenhandels, der sich dann auch wiederum über Ländergrenzen hinweg zeigen kann als International Human Trafficking oder auch innerhalb eines Landes abspielen kann. Dann spricht man von Domestic Human Trafficking. Ich glaube, jeder von uns hat schon mal von dem Thema gehört. Also Menschenhandel ist sicherlich ein Begriff. Wie groß ist das Ganze denn? Also gibt es Schätzungen dazu, wie groß das Thema ist? Weil ich finde, persönlich in den Medien hört man nicht so oft darüber schon. Aber ich kenne ja jetzt auch die Zahlen im Vergleich dazu, wie die Zahlen sind, eigentlich viel zu wenig. Also wie groß ist das Thema? Genau. Habt ihr da vielleicht Zahlen? Ja, es gibt aktuell eine Studie von der UN, von den Vereinten Nationen zum Thema Menschenhandel. Demnach sind aktuell 21 Millionen Menschen weltweit versklavt, also Opfer von Menschenhandel. In den USA allein sind 300.000 Kinder, Minderjährige jährlich unter der Gefahr,
ja, von einem Menschenhändler in das Netzwerk hineingeführt zu werden. Das ist insofern besonders bedeutsam, als das Durchschnittsalter der gehandelten Menschen laut dieser UN-Studie 15 Jahre beträgt. Das heißt, wir können uns alle ausrechnen, wenn wir Statistik kennen, wie ein Durchschnittsalter berechnet wird. Ja, wenn also der Mittelwert oder der Durchschnittswert 15 Jahre sind, dann sind unter den gehandelten Menschen 30-Jährige, sind aber auch Kleinkinder. Ja. Es ist also ein sehr, sehr geringes Durchschnittsalter. Und damit man sieht, welche wirtschaftliche Bedeutung der Menschenhandel hat, sollte man sich die Zahlen der Umsätze einmal zu Gemüte führen. Hier gibt die UN-Studie bekannt, dass jährlich 99 Milliarden Dollar umgesetzt werden durch Human Trafficking. Milliarden, nicht Millionen. Ja, wir sprechen hier also von einer Industrie, einer Schattenwirtschaft, die aktuell sogar größere Umsätze zeitigt als der Waffenhandel. Warum? Eine Waffe kann man einmal verkaufen. Zynischerweise kann man einen Menschen mehrmals in unterschiedliche Formen von Ausbeutungsverhältnissen bringen. Insofern ist also der Domestic Human Trafficking Verkehr und der International Human Trafficking Verkehr sogar noch lukrativer für die kriminellen organisierten Betreiber. Genau, ergänzend dazu noch diese 99 Milliarden Dollar, die Claudia genannt hat, die beziehen sich sogar nur auf den Menschenhandel zur sexuellen Ausbeutung. Ja, das heißt, wenn man insgesamt auf das Phänomen Menschenhandel geht, dann sind es sogar 150 Milliarden Dollar, die da an Umsatz im Raum stehen. Dazu sollte man noch eines ergänzen. Wie Marcel gerade gesagt hat, Human Sex Trafficking ist ein sehr, sehr großer Bereich, ja, in diesem gesamten Umsatz, ja, wenn wir in dieser menschenverachtenden Art Schattenwirtschaft, die den Menschen ausbeutet, einfach ökonomisch betrachten. Und es ist so, dass man als Händler, also als derjenige, der als Ausbeuter auftritt, pro gehandelten Menschen laut Schätzung der UN jährlich 200.000 Dollar verdient. Ja, also da ist Umsatz auch fast gleich Gewinn, da es fast keine Investition gibt. Und die gehandelten Menschen unter menschenunwürdigen Bedingungen leben. Man kann sich also vorstellen, welche Gewinnspannen es für jeden einzelnen Akteur in dieser großen Schattenwirtschaft gibt. Ja. So viel zur Ergänzung. Das sind ja jetzt Zahlen gewesen, das ist weltweit, richtig? Mhm. Also weltweit die Zahlen. Das ist weltweit. Wenn man das jetzt hört, dann ist das natürlich total erschreckend. Habt ihr auch, sag ich mal, Zahlen, wie das in Deutschland sozusagen ist, für die Leute, die sich das jetzt aus Deutschland eben anschauen oder Österreich, Schweiz? Wie verbreitet ist das hier? Also gibt es das hier auch sozusagen? Also ich selber habe jetzt keine Zahlen speziell für Deutschland. Ich hätte aber sozusagen mal aktuelle Meldungen, die sich auf einzelne Länder beziehen, wo man so ein bisschen schon sieht, wenn auch nicht jetzt in Umsatzzahlen, aber in Anzahl der Verbrechen, wie verbreitet dieses Phänomen da nicht nur global ist, sondern wirklich auf einzelne Länder oder Regionen beschränkt. Da gibt es beispielsweise vom 27. April diesen Jahres eine FBI-Meldung, und die bezieht sich eben nur auf die USA, wo gesagt wurde, dass in 2020, also im letzten Jahr, es zum Thema Menschenhandel allein 664 Ermittlungsverfahren gab, die wiederum zu 473 Verhaftungen von Menschenhändlern geführt haben. Also allein auf dem Gebiet der USA haben wir es hier schon mit rund 500 Tätern im Menschenhandel zu tun, die da überführt worden sind oder zumindest verhaftet worden sind. Und wenn man dann überlegt, das ist natürlich begleitet von einer gewaltigen Dunkelziffer. Ich kann jetzt auch nur schätzen, wie groß die im Vergleich ist zu diesen aufgedeckten Fällen. Dann wird man sicher von einem Vielfachen ausgehen können. Das heißt, bei 500 Verhaftungen allein in diesem letzten Jahr kommt man in die Tausende, wenn man sich da die Täter anschaut. Und dann gab es auch im April diesen Jahres noch eine weitere interessante Meldung von der Interpol, die auch nochmal zeigt, wie weitreichend dieses Phänomen dann auch bezogen auf bestimmte Länder oder Gebiete ist. Und zwar wurde da berichtet von einer Operation namens WECA. Und dort hatte man allein im Rahmen dieser abgestimmten Organisation, an der 24 Länder teilgenommen haben,
also Behörden aus 24 Ländern und eine Razzia gegen Menschenhandel durchgeführt haben. Dort hat man 500 Opfer dann befreit. Das führte zu 195 Festnahmen, wovon dann 88 direkt mit Menschenhandel zu tun hatten. Andere Verhaftete, da ging es dann um Delikte wie Dokumentenbetrug oder Diebstahl oder auch Drogendelikte. Und wenn man sich dann im Einzelnen mal anschaut, um was ging es denn da bei diesen Razzien, die vorwiegend in Europa, aber vor allem auch in Afrika durchgeführt worden sind, da stößt man immer wieder auf ein gleiches Muster. Beispielsweise in Sudan hat die Polizei 100 Personen befreit und 20 Personen verhaftet, die versucht hatten, Minderjährige oder Kinder in den Mittleren Osten zu verschleppen, um dort in einer Plastikfabrik einer Ansässigen zu arbeiten. Ähnlich im Kongo, dort wurden dann 29 Libanesen und Syrer und Jordanier befreit, die wiederum in einer lokalen Baufirma gezwungen worden sind, dort ohne Lohn zu arbeiten, nachdem man ihnen die Pässe abgenommen hatte. Also da taucht dieses Merkmal auf, Wegnahme der Dokumente, über was wir gesprochen hatten. Und dann wird noch genannt in den Berichten zu dieser Operation Südafrika, da hat man wiederum eine Textilfabrik durchsucht, dort 5 Chinesen verhaftet, die wiederum 17 Personen aus einem anderen afrikanischen Land, aus Malawi, dort für sich haben arbeiten lassen, wo es offenbar auch zu körperlichem Missbrauch kam. Und diese Personen mussten 15 Stunden Schichten ohne Pause und Essen dann in dieser Fabrik für diese Täter arbeiten. Ich möchte noch dazu eines ergänzen. Dieses Human Trafficking Phänomen existiert wirklich weltweit. Ja, Marcel hat jetzt vorrangig Ereignisse aus Afrika genannt und aus den USA, aber es ist auch in Europa und sehr stark in Asien und überall auf der Welt verbreitet. Und wichtig ist noch darauf einzugehen, dass bei den Ermittlungen gegen Händler einzelne Akteure auffliegen, aber meist nicht das gesamte System. Denn die Händler sind Agenten der organisierten Kriminalität. Das sind keine Einzeltäter, sondern die sind durch starke und oft internationale Netzwerke miteinander verbunden und verknüpft. Selbst wenn einer per Prozess dann festgesetzt wird und ihm eindeutig die Schuld nachgewiesen ist, gibt es andere, die nachrücken. Das bedeutet also, es ist kein vollständiger Sieg für die Justiz, wenn ein Händler gefasst wird, sondern es ist meist leider oft nur die Spitze des Eisbergs. Da könnte Marcel vielleicht noch was sagen zur Einzelkriminalität im Gegensatz zum organisierten Verbrechen aus juristischer Sicht, um zu zeigen, wie schwierig die Situation auch wirklich zum einen für die Ermittlungsbehörden ist und zum anderen aber auch für die Opfer. Und welchen Unterschied es macht, ob man sich gegen einen Einzeltäter stellt, als staatliche Institution oder als Opfer oder gegen das organisierte Verbrechen. Ja, also Claudia hat es schon sehr gut zusammengefasst. Ein wichtiger Punkt ist natürlich auch, wenn man sich gegen eine Verbrecherorganisation stellt, auch als Ermittlungsbehörde, hat natürlich typischerweise eine solche Organisation auch mehr Einfluss. Wir kennen einzelne Fälle, die jetzt nicht direkt oder zumindest auch mit Menschenhandel zu tun haben, wie der Dutour-Fall in Belgien, wo Kinder entführt worden sind, aber wohl auch an andere Orte verschleppt worden sind, wo man gesehen hat, die Geschichte von dem psychopathischen Einzeltäter lässt sich nicht aufrechterhalten. Da muss im Hintergrund eine Organisation stehen. Was sich daran zeigt, dass im Rahmen des Prozesses über 2 Dutzend Zeugen ums Leben kamen, auch durch eine ZDF-Doku beleuchtet. Und dieser logistische Aufwand, der hinter solchen Aktionen steckt, der zeigt, solche Organisationen haben natürlich viel mehr Einfluss als ein Einzeltäter, haben wahrscheinlich auch in Schaltkreisen der Macht ihre Komplizen sitzen oder haben zumindest vielleicht bestimmte Personen kontrollierbar gemacht durch Erpressung oder ähnliche Techniken, so dass man in der Tat hier, wenn man es mit Organisationen zu tun hat, einem ganz anderen Gegner gegenübersteht, als wenn man es hier nur mit einer Vielzahl von Einzeltätern zu tun hat. Kann man denn diese Organisation, sage ich mal, benennen? Weiß man, was da sozusagen, wer die Strippenzieher sind? Gibt es da Namen zu oder Beweise zu? Oder? Ja, also man muss sagen, man hat es mit einer Vielzahl von Täter, auch Gruppierungen zu tun. Es sind
aus verschiedenen Bereichen, Organisationen, die da in diesem Kontext des Menschenhandels tätig sind. Natürlich hat man Mafia-ähnliche Organisationen, also das ist dann sozusagen die klassische organisierte Kriminalität, der OK-Bereich. Gerade natürlich in Bereichen wie dem Rotlichtmilieu, der Prostitution, sind diese Organisationen aktiv. Also ich habe Informationen zum Beispiel bekommen, dass das Frankfurter Rotlichtmilieu von der albanischen Mafia wohl zurzeit kontrolliert wird, die wiederum dort die Hells Angels verdrängt haben, die lange dort das Sagen hatten. Genauso stößt man auf Neonazi-Gruppierungen, die als Täter auftauchen. Man stößt eben auch auf die weltweit vernetzten Kulte, über die wir beim Interview auch über rituelle Gewalt gesprochen haben. Also familiäre Strukturen, die vernetzt sind und so eine satanische Agenda verfolgen. Man stößt aber auch auf Militär- und Geheimdienste. Also wenn man da sich das Projekt MK-Ultra anschaut, wo es um Bewusstseinskontrolle ging, da werden wir später auch noch mal kurz drüber sprechen können. Findet man, dass auch diese Bereiche, sozusagen der offizielle Bereich aus Militär und Geheimdienst, in solche Art von Verbrechen verwickelt sind. Und schließlich kommt man auch auf kirchliche oder sogar aristokratische Täter, weil auch gerade im Kontext von ritueller Gewalt immer wieder solche Personen genannt werden. Es gibt eine Zeugin in Arizona Wilder, die sogar sehr hochrangige Mitglieder von Adelsfamilien nennt. Aber auch wenn man jetzt hier sich die deutsche Therapeutenliteratur und die Aussagen von Betroffenen und Überlebenden anschaut, werden beispielsweise auch immer wieder Kirchen und Schlösser als Tatorte genannt. Und dazu kommt, und das macht das Ganze recht unübersichtlich, dass diese Tätergruppierungen auch untereinander zusammenarbeiten. Also beispielsweise diese satanischen Kulte mit Neonazi-Gruppierungen. Ich selber kenne einen Fall, wo das so auftrat, aber auch Zeugen wie Kathy O'Brien oder Paul Bonacci, ein Zeuge aus den USA, berichten genau von solchen Zusammenarbeiten. Oder eben auch manche Zeugen nennen Mitglieder des Jesuitenordens als verwickelt in dieses Thema der rituellen Gewalt, der wiederum zusammenarbeiten soll mit beispielsweise der CIA. Also da spricht zum Beispiel auch wiederum Kathy O'Brien drüber. Oder eine Zeugin, die nennt sich Swali unter dem Pseudonym, die angibt, sie hätte als Ex-Chefprogrammiererin für so eine Organisation gearbeitet. Also insofern ist das ein sehr weitreichendes Bild an Tätern und insgesamt schwer zu durchschauen durch diese Vernetzungen auch. Kann man sagen, wo, sage ich mal, der Ursprung dieses Menschenhandels ist? Also wie kann man dieses Phänomen, sage ich mal, aus einer historischen oder auch philosophischen Warte einfach erklären? Gab es das schon immer oder ist es neu oder ja? So, Menschenhandel ist ein uraltes Phänomen. Sklaverei ist so alt wie die ersten Hochkulturen. Sumer, Assyrien, Babylon, Ägypten, Griechenland, sie kannten alle Sklaverei. Und die Sklaven wurden, sie waren üblicherweise Kriegsgefangene, ja, oder wurden einfach übermannt im Zuge kriegerischer Handlungen. Die Sklaven wurden schon vor Tausenden von Jahren in ähnlichen Bereichen eingesetzt und ausgebeutet wie heute. Es ging um harte Arbeit unter Ausbeutungsbedingungen. Viele der klassischen Monumente, die wir heute so touristisch betrachten, sind unter Mithilfe von Sklavenarbeit errichtet worden. Auch viele Straßen, viele Aquädukte, viele Tempel. Und zum anderen wurden viele Sklaven auch direkt in der Prostitution ausgebeutet. Das war auch in der Antike ein ganz großes Feld der Ausbeutung des Menschen durch den Menschen. Und es war so verbreitet, insbesondere auch in der griechischen Antike, dass es zum Alltag gehörte. Es waren Gesellschaften, in denen Sklaverei auch ganz offen gelebt wurde. Für Platon war die Sklaverei so alltäglich, dass er sich in einem berühmten platonischen Dialog darauf bezieht. Der Dialog Phaidon mit der Hauptfigur gleichen Namens bezieht sich auf einen Sklaven, der in einem Bordell prostituiert wurde. Das war der Phaidon, um den da die Rahmenhandlung gestaltet wird. Inhaltlich geht es um die Unsterblichkeit der Seele. Also ein ganz interessanter Kontrast. Ja, man hat diese politische Korruption und die Kriminalität, und Platon entfaltet dann als Kontrastprogramm einen Dialog über die Unsterblichkeit der Seele, gleichsam um zu sagen, so schrecklich die menschliche Gesellschaft ist, ja, wir sind mehr als das und wir sind auch mehr als Opfer.
Aber mit dieser Einstellung und dieser kritischen Ambivalenz, die Platon immer hat in all seinen Dialogen, war er einzigartig. Aristoteles, einige Zeit später, sah die Sklaverei als einen natürlichen Bestandteil der menschlichen Ordnung. Er sieht es völlig unkritisch. Und das ist insofern wichtig, als Aristoteles im Mittelalter der Philosoph war. Wenn man sich mittelalterliche Philosophen durchliest und auch fast alle Kirchenväter wie Thomas von Aquin, die beziehen sich immer auf Aristoteles. Und weil Aristoteles die Sklaverei als einen natürlichen Bestandteil der menschlichen Ordnung ansieht, haben eben auch wichtige Denker, die das christliche Europa geprägt haben, wie eben Thomas von Aquin, gar keinen Anstoß daran genommen. Ja, noch die Gründerväter in den USA haben ja die Sklaverei ursprünglich nicht verurteilt und sahen das auch mit ihrer christlichen, teils sogar fundamentalistisch-christlichen Einstellung als vereinbar an, weil eben die Kirchenväter mit Bezug auf diese antiken Denker dort keinen Anstoß nahmen. Es ist also ein in der Geschichte wirklich weit zurückreichendes Phänomen, das auch immer Scheinlegitimierungen gefunden hat bei manchen Philosophen, die dann auch mit einer sehr starken Plattform ausgestattet wurden. Heute wird zwar natürlich niemand mehr ernsthaft auf Thomas von Aquin oder auf Aristoteles rekurrieren, wenn es darum geht, etwas so Schreckliches und Kriminelles wie den Menschenhandel zu scheinrechtfertigen. Aber wir können nicht vergessen, dass das eine ganz große Tradition in der Ideengeschichte war. Und dass das natürlich Auswirkungen hat, auch ohne explizite Nennung bis heute. Deswegen ist ja die Aufklärung, die ich am Anfang erwähnt habe, so wichtig. Aufklärung heißt nicht einfach nur Verstandesherrschaft. Aufklärung bedeutet Kritik aller Institutionen und es bedeutet eben auch das Ende der Ausbeutung des Menschen durch den Menschen. Deshalb müssen wir auch solche Ideenlinien hinterfragen. Mich würde an dieser Stelle interessieren, was für Scheinlegitimierung hat man denn gefunden, um das zu rechtfertigen? Kannst du da mehr drüber zu sagen? Also wie hat man das gerechtfertigt? Da gibt es unterschiedliche Ansätze. Also zum einen gibt es den Traditionalismus, die traditionale Herrschaft. Es war schon immer so. Dieses Scheinargument, das benutzt wird, um viele Gräuel der menschlichen Gesellschaften zu legitimieren, auch Kriege, auch Gewalt. Ja, dieses traditionale Element, dass die griechischen Philosophen bereits damals mit einem Rückblick auf tausende Jahre Kulturgeschichte, nämlich die antiken Zivilisationen vor ihnen, benutzt haben. Das war seinerzeit sehr stark. Zum anderen ist es auch einfach in einer Form von Sozialdarwinismus das Recht des Stärkeren. Der Stärkere legitimiert einfach seine Machtergreifung über den Schwächeren, auch über den systemisch Schwächeren, dadurch, dass er tun kann, woran ihn niemand hindert. Das ist eine ganz schwache Argumentation, aber sie wird tatsächlich gebraucht. Und dann gibt es noch pervertierte Deutungen von metaphysischen Systemen, ja, die davon ausgehen, dass es eine metaphysische Kraft gibt, die die Herrschaft des Menschen über den Menschen in dieser absoluten Weise legitimiert. Da gibt es verschiedene Varianten. Und das ist in einer verkleinerten Form auch noch im europäischen Absolutismus der Fall gewesen, als sich die Könige hinstellen konnten und sagen konnten, wir sind das Gesetz, wir sind das Recht, wir herrschen per göttlicher Gnade und es gibt eben Untertanen und es gibt die Aristokratie, die per Geburt dazu befähigt ist, nicht nur zu herrschen, sondern wirklich auch brutalst zu unterdrücken und auszubeuten. Zwar waren natürlich nicht alle Adligen so, früher nicht und in gegenwärtigen Situationen nicht, aber es war eine von vielen Legitimationslinien, die man benutzt hat. Also grundsätzlich kann man sagen, es gibt das Traditionale, es gibt ein pervertiert metaphysisches Element zur Begründung und es gibt immer dieses sozialdarwinistische Element. Und wenn wir darüber sprechen, wer ist eigentlich Opfer von Human Trafficking, dann werden wir auch sehen, dass es oft eine totale Machtasymmetrie gibt zwischen dem Händler und dem Opfer und dass es ganz gezielt geschieht, schon durch die Auswahl der Opfer. Die haben praktisch keine Chance, weil sie aus einer schwächeren Position heraus agieren. Genau, und dieses metaphysische Argument findet man ja sogar in anderen Kulturen auch in der Form wieder, dass der König oder Herrscher mit dem Gott gleichgesetzt wurde. Also beispielsweise, wenn man sich die Maya-Kultur anschaut,
Da galten die Herrscher dieser Stadtstaaten zugleich als Götter und sahen sich auch als Götter an. Und interessanterweise, gerade bei den Maya findet man auch dieses Thema Menschenhandel sehr ausgeprägt, was Claudia beschrieben hatte. Im Rahmen der Kriege zwischen diesen Stadtstaaten wurden auch immer sehr viele Gefangene gemacht, die dann als Sklaven gehalten wurden und eben für verschiedene Zwecke dann auch gebraucht wurden, unter anderem dann auch für Opferungen für die Götter. Das waren dann immer gefangene Krieger der anderen Staaten, so dass man all diese diese Faktoren und auch gerade diese Begründung, der Herrscher ist gottgleich und deswegen darf er sowas tun und kann sowas tun, dort wiederfindet. Claudia, du hattest ja gerade schon erwähnt, dass die Täter sich quasi ganz spezifische Opfer auch aussuchen, und da ist vielleicht für den einen oder anderen zu Hause auch dieser Prozess des Groomings bekannt. Kannst du darauf vielleicht noch näher eingehen? Also wie sucht ein Täter sich wirklich sein Opfer aus? Also zunächst, der Begriff Grooming, der stammt eigentlich aus der Tierhaltung. To groom a dog, to groom a horse, das bedeutet ein Tier pflegen, dressieren, abrichten auf menschliche Ziele hin. Und in einer zynischen Art und Weise wird dieser Begriff auch auf den Menschen übertragen, wenn es darum geht, durch einen konditionierten Prozess des Vertrauensaufbaus eine Beziehung zwischen dem Händler und dem Opfer herzustellen. Mit dem Ziel, eben menschengerichteter Zweck, das Opfer später massivst auszubeuten. Das ist mittlerweile psychologisch erforscht, wie Grooming funktioniert. Das hat immer verschiedene Stadien, die sich sukzessive steigern. Es gibt zuerst die Werbephase, in der der Händler das Opfer gleichsam anlockt. Dann gibt es eine Phase von Vertrauensaufbau und danach oft ein sogenanntes Trauma-Bonding. Das bedeutet, der Händler zieht die Aufmerksamkeit und die Zuneigung zurück vom Opfer und macht es dadurch gefügig, ihm bestimmte Gefälligkeiten zu erweisen. Und die letzte Stufe ist dann die schlussendliche Ausbeutung des Opfers. Also diese vier Stufen des Grooming-Prozesses, die sind identifizierbar und die sind mittlerweile auch bei Kriminalpsychologen und bei Verfolgungsbehörden bekannt. Es gibt immer die Phase der Werbung, des Anlockens, der Vertrauensaufbau, konditionierte Phase der Manipulation und dann Trauma-Bonding, in dem dann auch Forderungen gestellt werden und zuletzt eben die richtige Ausbeutung, die dem kommerziellen Ziel dann auch dient. Ja, dieser Prozess ist, wie gesagt, fast schon lehrbuchartig, ja, schematisch und kann in jedem einzelnen Fall, wenn auch mit individuellen Nuancen, nachgewiesen werden. Wie sich nun die Händler ihre Opfer aussuchen, das folgt einer ganz perfiden Logik. Sie wollen natürlich keine ebenbürtige Persönlichkeit, sondern ein Opfer, das von vornherein schwächer ist. Insofern suchen sie oft Minderjährige oder Menschen in schwierigen Lebenssituationen, behinderte Menschen, Menschen, die obdachlos sind oder Menschen, bei denen verschiedene vulnerable Faktoren, wie man es in der Psychologie nennt, nämlich Faktoren der Verletzlichkeit, in einer Person zusammenkommen. Zum Beispiel jugendliche Ausreißer, die auf der Straße leben. Ja? Ein Beispiel dafür, Virginia Roberts, die ein Opfer war von Menschenhändler Epstein, ja, war zu dem Zeitpunkt, als sie gefangen genommen und prostituiert wurde, eine jugendliche Ausreißerin aus einer dysfunktionalen Familie. Und derartige Beispiele gibt es sehr häufig. Dennoch sollte man nicht meinen, dass sich Menschenhändler nur auf Randgruppen konzentrieren, in dem falschen Denken, dass sowas nicht in unmittelbarer Nähe oder in der Nachbarschaft passieren könnte. Doch, es sind also auch Menschen aus der sogenannten guten Gesellschaft, ja, aus der Mitte der Gesellschaft betroffen, ja, wenn sie eine bestimmte Verletzlichkeit, eine bestimmte Vulnerabilität haben. Also man sollte da nicht den Fehler machen zu denken, das ist alles weit weg und kann uns nicht betreffen. Ja, aber typisch ist, es wird ein schwaches Opfer gesucht und durch den Grooming-Prozess wird es noch weiter geschwächt und in eine Abhängigkeit gebracht, bis es dann schließlich für den Händler und für das Netzwerk zu Ausbeutungszwecken zur Verfügung steht oder in eine Zwangslage gebracht wird. Ohne Dokumente, fingierte Schulden werden aufgetürmt, die abgezahlt werden müssen und dergleichen. Das sind die üblichen Methoden. Kurz etwas zur Geschichte, weil es dir ja auch immer darum geht, wie ist denn die Geschichte und der historische Rahmen. Dieser gesamte Prozess,
des Groomings, ja, ist schon seit Jahrhunderten genau in diesen Stufen der Abfolge bekannt. Es gibt einen englischen Künstler des 18. Jahrhunderts, William Hogarth, der war ein Kupferstecher. Der hat 1732 schon eine Kupferstechserie entwickelt, mit dem Inhalt, wie ein Opfer durch Grooming in die Prostitution überführt wird. Diese Kupferstichserie heißt A Harlot's Progress, also Werdegang einer Dirne. Typisch für die damalige Zeit stigmatisiert man das Opfer vom Menschenhandel und nicht etwa die Täter. Ja? Denn es ist der Werdegang der Dirne und nicht etwa die kriminelle Machenschaft der Organisation, die dahinter steht. Ja? Man kann sich den Kupferstich anschauen. Es gibt auch tolle Sendungen der BBC darüber, wo Kulturhistoriker erklären, was dort abgebildet wird. Es ist im Grunde genommen ein früher Comic aus dem 18. Jahrhundert, der in 6 Bildtafeln zeigt, wie ein junges Mädchen vom Land mit der Postkutsche nach London kommend sofort an der Haltestelle von der Menschenhändlerin in Empfang genommen wird. Dann wird ein Vertrauensprozess gestaltet und schlussendlich muss sie sich prostituieren und kommt immer stärker in die Kreise des organisierten Verbrechens rein, bis sie zuletzt stirbt und ja, also wirklich sehr viel Schreckliches erlebt hat auf diesem Weg. Skandalöser Prozess, der hier dargestellt wird, seinerzeit und auch heute noch, weil es genau diese Grooming-Stadien zeigt, von einem zeitlosen Wert. Was man aber heute sagen muss, ist, die Täter der Gegenwart, die nutzen natürlich auch das Internet. Ja, also der klassische Grooming-Prozess, ja, durch die persönliche Kontaktierung, der findet natürlich auch noch statt. Aber das Internet, die ganze virtuelle Welt und insbesondere Social Media werden auch sehr stark als Instrument benutzt. Man spricht heute schon von Cyber-Grooming, so wie man von Cyber-Mobbing oder Cyber-Bullying spricht. Es sind also sozusagen die Menschenhändler, die schon William Hogarth da dargestellt hat, die sich heute manchmal hinter einem Alias auf Social Media verstecken, versuchen viel über das Opfer herauszufinden und dann das Vertrauen zu erwecken, bis so eine Scheinbeziehung hergestellt wird. Das ist ein sehr wichtiges Thema, man sollte in den Schulen auch davor warnen. Kann man sagen, dass das irgendwo ganz speziell und ganz viel passiert? Also dass in irgendwelchen, keine Ahnung, Ländern oder Kreisen, dass das da mehr passiert als woanders? Und mich würde noch interessieren, was du glaubst, warum, also die, du hast gesagt, die Dirnde, ne? Die Dirnde sozusagen als Schuldige betrachtet wird und nicht die Täter. Also warum ist das gesellschaftlich so? Kannst du dir das erklären? Das ist ein ganz alter psychologischer Prozess der Projektion. Man gehört ja zur guten Gesellschaft und man ist ja selbst so fehlerfrei. Insofern ist das Opfer stigmatisiert. Dahinter steckt eine Angstabwehr, so freudianisch gesehen. Man hat Angst vor dem Verbrechen. Das ist eine ganz typisch menschliche Reaktion. Und das organisierte Verbrechen ist ja nochmals, wie Marcel richtig gesagt hat, viel größer und viel mächtiger als der psychopathischer Einzeltäter, der ja allein schon ein furchtauslösender Faktor ist. Und weil man so viel Angst hat vor dem organisierten Verbrechen, findet hier oft eine Täter-Opfer-Umkehr statt, ein Victim-Blaming. Man sagt, naja, die Person, der sowas Schreckliches passiert ist, mit der ist vielleicht irgendetwas nicht richtig. Ja, das ist eine ganz menschenfeindliche Fehlannahme, die hier existiert, die aber ursächlich auf so einer Angst basiert. Und da muss man natürlich auch sehen, wie ist das Menschenbild in den verschiedenen Epochen. Ja? Im 18. Jahrhundert, als Hogarth da den Werdegang einer Dirne dargestellt hat, war das Frauenbild natürlich noch ein ganz anderes, auch noch sehr stark von den judäo-christlichen Vorstellungen geprägt. Eine Frau ist eine Eva, sie ist eine Verführerin. Das heißt, sogar ein Opfer von sexuellem Missbrauch wurde perfiderweise als Verführerin gesehen und nicht als verführtes Opfer, das keine Chance hatte oder dem auch wirklich keine Chance gelassen wurde. Und das ist leider nicht in so einer Zeitkapsel einer früheren Epoche geblieben. Wir haben manchmal leider noch immer diese schreckliche Täter-Opfer-Umkehr bei aktuellen Fällen, zum Beispiel bei sexuellen Verbrechen. Das ist die klassische Strafverteidiger-Rhetorik. Ja? Sie hat einen Minirock getragen.
sie wollte das doch auch. Ja. Also diese Umkehr der Rollen und die Beschuldigung des Opfers, das ist ein ganz historisch alter Prozess und eben psychologisch-systemisch ist eine Schuldprojektion. Kann man sagen, ob das in irgendwelchen Kreisen mehr passiert als in anderen? Also das Grooming, der Grooming-Prozess? Ich denke, hierzu kann Marcel einiges sagen, der auch über Täter und Tätergruppen viel recherchiert hat. Ja. Also die aktuelle Studie der UN zeigt eher statistisch die Zahlen der Verbreitung. Ja, geht jetzt aber weniger auf die kriminologischen oder für den Profiler wichtigen charakteristischen Merkmale der Täter ein. Ja. Also grundsätzlich kann man sagen, das ist... Da es ja unterschiedliche Tätergruppen gibt, wie Marcel schon angedeutet hat, es natürlich auch unterschiedliche Tätertypen und Charaktere gibt. Ja, also mir liegen jetzt auch keine speziellen Studien vor, die diese Tätergruppen spezifisch für Grooming nochmal analysieren würden. Ich glaube, es ist auch gar nicht möglich, weil, wie Claudia jetzt eben auch nochmal erläutert hat, einfach das Täterprofil so vielseitig und vielschichtig ist, dass man da gar keine einheitliche Schablone drüberlegen kann. Und insofern muss man das Phänomen aus verschiedenen Perspektiven betrachten und wird dann auch zu verschiedenen Tätern kommen, die aber ähnliche Techniken wie beispielsweise das Grooming dann anwenden. Gibt es denn auch noch andere Techniken außer dieses Grooming? Weil Marcel, du hast vorhin auch schon angedeutet, wir haben ja im anderen Interview auch schon über Mind Control gesprochen. Gibt es da auch Verbindungen zum Thema Menschenhandel? Ja, in der Tat. Insofern bin ich bei meinen Recherchen auf das Grooming eher weniger gestoßen, weil von diesen Täterkreisen ausgehend, also Tätern, die hier rituelle Gewalt betreiben oder auch im Rahmen dieses Project MK-Ultra der CIA gearbeitet haben, wiederum eine ganz spezielle Technik angewendet werden, die in ihrer Wirkung weit über Grooming hinausgeht. Wir hatten da auch kurz darüber gesprochen. Da wird eine sogenannte Mind-Control-Technik angewandt. Da werden Kinder durch eine Kombination von Folter, Missbrauch und Drogen in eine todesnahe Situation gebracht. Das führt dann wiederum im Rahmen eines Schutzmechanismus dieses Kindes zu einer Persönlichkeitsspaltung. Das heißt, da entsteht ein neuer Persönlichkeitsanteil und dieser Anteil kann dann nach den Wünschen der Täter geformt, trainiert bzw. konditioniert werden durch die klassischen Methoden von Schmerzen und Belohnung, die dort angewendet werden, ähnlich wie wenn man ein Tier abrichtet. Damit hat man dann im Ergebnis einen Menschen, der zumindest einen Anteil besitzt, der auf bestimmte Kommandos hin, sogenannte Trigger, funktioniert. Und wie auch immer wieder aufgedeckt wird, gerade in der Arbeit von Therapeuten, besteht eben ein enger Zusammenhang dieser Täter aus dem Bereich vor allem der rituellen Gewalt zu Kinderprostitution und Kindesmissbrauch. Da kommen wir dann wieder zum Thema Menschenhandel, weil eben für diese Zwecke die Opfer auch innerhalb von Landesgrenzen oder auch über Landesgrenzen hinweg befördert werden müssen. Es gibt da ja diverse Fälle, wo das gezeigt wurde in den USA, in Omaha, Nebraska gab es den sogenannten Franklin-Skandal, der wurde von einem Anwalt und Senator in einem Buch im Detail beschrieben, der aber zugleich auch in einer Untersuchungskommission zu diesem Fall saß. Und dort gibt es diverse Zeugenberichte, dass tatsächlich dann diese Minderjährigen in Privatjets im ganzen Land umhergeflogen worden sind, häufig sogar auch nach Washington D.C. in die Hauptstadt. Und es gibt sogar aus der Zeit einen Artikel in der Washington Times vom 29. Juni 1989, wo in der Überschrift schon die Rede davon ist, dass homosexuelle Prostitution dort betrieben wird und sogar Reagan und Bush in dem Kontext in dieser Überschrift genannt werden und tatsächlich sogar dort auch steht, es hätte Mitternachtstouren von Callboys in das Weiße Haus gegeben. Und diese sogenannten Callboys, einer davon war Paul Bonacci, der ein Opfer dieses Missbrauchs und der rituellen Gewalt war. Das waren also nicht Callboys im engeren Sinne, sondern es waren genau diese abgerichteten
Jugendlichen oder Minderjährigen, die für Zwecke der Kinderprostitution da benutzt worden sind. Und auf Ähnliches stößt man beispielsweise bei der deutschen Autorin Ulla Fröhling. Die hat ein Standardwerk, kann man sagen, geschrieben. Das nennt sich Vater Unser in der Hölle, wo das Leben eines solchen Kultopfers beschrieben wird. Und dort ist auch die Rede davon, dass für die jungen Opfer von ritueller Gewalt beispielsweise die Grenzen der DDR offen gewesen sein sollen. Das heißt, die wurden dort über die innerdeutsche Grenze geschafft. Eigentlich ein Vorgang, der ansonsten unmöglich ist. Wenn man überlegt, wie viele Menschen allein erschossen wurden beim Versuch, aus der DDR dann in den Westen zu fliehen. Aber offenbar hatten die Täter dort diese Kreise der Grenzkontrolleure unter Kontrolle oder auch deren Vorgesetzte und waren in der Lage, die Opfer da sozusagen nach Belieben hin und her zu schieben. Dass das aber natürlich nicht jetzt den falschen Eindruck erwecken, dass Menschenhandel per se etwas mit ritueller Gewalt zu tun hat. Vielmehr ist rituelle Gewalt ein kleiner Abschnitt in diesem ganzen Bereich, wo es eben gerade wegen der Verbindung zu Kindesmissbrauch und Prostitution auch zum Menschenhandel kommt. Wenn man das jetzt alles hört als Zuschauer, und die Zuschauer haben vielleicht selber auch Kinder und die hören das jetzt alles, im Durchschnittsalter 15 Jahre oder auch selber, man möchte sich irgendwie davor schützen oder irgendetwas tun, was würdet ihr empfehlen, was kann man denn tun, um seine Kinder zu schützen, sich selber zu schützen, oder wenn man jetzt auch zuhört und sagt, boah, ich würde gerne etwas tun? Also ich denke, man kann als Einzelperson gegen die Täter, die vernetzt sind, gegen die organisierte Kriminalität sehr wenig ausrichten, wenn man nicht gerade in Ermittlungen betraut ist. Aber man kann als Einzelperson Opfer stark machen oder dafür sorgen, dass junge Menschen gar nicht erst zu Opfern werden. Ja, die Händler suchen gezielt schwache Opfer, vulnerable Opfer, oft aus dysfunktionalen Familien, vernachlässigte Jugendliche. Es gibt auch eine Wohlstandsverwahrlosung. Die vernachlässigten Jugendlichen sind nicht immer direkt aus sozial schwachen Schichten. Es kann auch sehr gut passieren, dass beide Eltern arbeiten und das Kind sich selbst überlassen ist und sich aus Einsamkeit irgendwelche Freunde in der virtuellen Welt sucht, ja, die dann aber mitunter ganz perfide Gedanken haben. Also wichtig ist hier Beziehungen stärken, Gemeinschaft stärken. Wenn man Kinder hat, die Verantwortung als Mutter, als Vater leben, auch im Familienverbund im größeren Sinne, als ältere Schwester, als älterer Bruder, sehen, was die Jüngeren machen, mit wem sie sich umgeben, ja, was ihre Freunde sind, und das Selbstwertgefühl von jungen Menschen stärken, damit sie nicht die Bestätigung obskurer Freunde nötig haben. Das ist sehr, sehr wichtig. Generell ist es eine große Herausforderung für uns im 21. Jahrhundert, dass wir unsere Beziehungsfähigkeit verbessern. Denn das kann präventiv sein gegen sehr viele Taten. Denn die Händler sind feige, ja, wie die meisten Kriminellen. Sie suchen sich immer die Schwachen aus. Und wir können hier vorbeugend einfach alle wachsam sein, ja, stärker aufeinander achten, nicht so sehr nur auf unser Tablet schauen, sondern auch wirklich mal ins Gesicht unserer Mitmenschen. Ja, wenn wir die Personen anschauen, mit denen wir an der Bushaltestelle, an der Supermarktkasse, bei unserem alltäglichen Weg zusammen sind, ja, und auch wirklich hinsehen und einschreiten, wenn wir merken, dass etwas nicht stimmt. Zivilcourage zeigen und eben wirklich auch in unserem privaten Netzwerk die Beziehungen verstärken. Ja, und Menschen beibringen, dass sie Nein sagen dürfen, dass sie über ihren eigenen Körper bestimmen. Ja, diese Dinge sind sehr, sehr wichtig. Und das könnte jeder Einzelne in der Prävention mit beitragen. Und wichtig ist auch, die Selbstliebe bei jedem Menschen, gerade bei Heranwachsenden, zu stärken. Heranwachsende werden heute mit unrealistischen Bildern konfrontiert. Sie müssen wunderschön sein. Auf Instagram gibt es eine geschönte, gefotoshoppte Welt mit Schönheitsstandards, die nicht in der Realität existieren. Ja, das muss man jungen Menschen beibringen, dass es unrealistisch ist und dass sie ihren Körper lieben können, so wie er ist. Und wir müssen auch vermitteln, dass Erfolg sich nicht nur am Materiellen misst, sondern dass es auch ethische Werte gibt und dass man ein erfolgreiches Leben eigentlich nur dann lebt, wenn man die Werte der Aufrichtigkeit und der Gemeinschaftlichkeit und der Ehrlichkeit lebt und miteinander teilt.
Und da brauchen wir eigentlich einen ganz anderen Ansatz. Und das kann nur von jedem Einzelnen ausgehen. Das stoppt leider alles noch nicht das organisierte Verbrechen. Denn das ist proteushaft. Das wandelt seine Gestalt. Ja? Wir haben es gesehen in der UN-Studie. Da wird ja zynisch nur auf Umsätze geschaut. Drogen, Waffenhandel und Menschenhandel. Momentan ist der Menschenhandel sogar noch eine stärkere Schattenwirtschaftskraft als der Waffenhandel. Sollten Opfer gestärkt werden und einfach ja, Nein sagen oder abgeschirmt werden von aufmerksameren Familien, ja, kann es sein, dass die zynischen Kriminellen im Hintergrund einfach mehr Waffen verkaufen, ja, um auf ihren wirtschaftlichen Schnitt zu kommen. Denn ihnen sind die Schicksale der Menschen völlig egal. Da geht es nur um den Profit. Ja. Also wir können wahrscheinlich nicht die Verbrechen in der organisierten Art stoppen. Aber wir können darüber aufklären und Opfer stark machen. Und das verlagert möglicherweise zumindest die Ausprägung der Verbrechen. Das sind genau die Ansatzpunkte, wo wir als Gesellschaft eine Chance haben, zumindest die Opfer zu schützen, wenn auch nicht, wie gesagt, der Täter habhaft zu werden. Insofern, ja, genau die Punkte würde ich hier auch unterstreichen. Wenn ihr jetzt als Zuschauer da draußen seid und sagt, hey, das ein oder andere Thema, das interessiert mich mehr, dann schreibt das gerne in die Kommentare und sicherlich ist Marcel und auch Claudia bereit, darüber nochmal explizit dann Inhalte zu liefern oder nochmal ein Interview zu führen. Vielen Dank auf jeden Fall schon mal für diesen Einblick in das Thema Menschenhandel. Habt ihr beide irgendetwas noch auf dem Herzen, was ich jetzt nicht gefragt habe, was wir nicht erwähnt haben, was aber noch wichtig wäre jetzt für euch zu sagen? Also ich finde, für den ersten Einstieg hast du wirklich die genau richtigen Fragen gestellt. Wir sind zum Teil ja auch schon etwas weiter in die Tiefe vorgedrungen. Also insofern, glaube ich, haben wir hier alle für so einen ersten Aufschlag wichtige Aspekte abgehandelt. Und danke an dich auch nochmal, dass du auch für das Thema jetzt offen warst und da wieder mit deinem offenen Geist rangegangen bist und wir hier das Thema von verschiedenen Seiten schon mal beleuchten konnten. Gerne. Claudia, du noch was? Ich möchte gerne noch etwas ergänzen. Ja. Es geht über Prävention hinaus. Es hat eher zu tun mit dem gesellschaftlichen Bewusstsein. Viele Menschen haben durch die Ereignisse der vergangenen Jahre mittlerweile verstanden, dass hinter internationalen politischen Großereignissen auch und sehr stark Konzerninteressen stehen. Das ist mittlerweile bei den allermeisten Bürgern Common Sense. Aber es ist sehr wichtig, um ein größeres Verständnis zu bekommen und eben dann auch wirklich auf der privaten Ebene präventiv wirken zu können und die richtigen Schritte zu machen, dass wir verstehen, dass hinter den Konzerninteressen nicht nur die sichtbaren Industrien stehen, Agrar, Energie, Automobil und so weiter, sondern immer auch die Schattenwirtschaften. Und dass die Interessen dieser Schattenwirtschaften, Drogen, Waffenhandel, Menschenhandel, ja, auf dem internationalen Parkett ähnlich wichtig sind wie die Interessen dieser sichtbaren Konzerne. Also wer als aufgeklärter Bürger, ja, und als mündiger Mitentscheider in der Politik, als Wähler und als jemand, der Zivilcourage zeigt, im bürgerschaftlichen Engagement hier wirken will, der sollte immer auch verstehen, internationale Politik hat mit den sichtbaren Industrien so viel zu tun wie mit den Schattenwirtschaften. Und manche Entscheidungen auf dem großen Plan werden auch nur verständlich, wenn man das mitdenkt. Danke an euch, danke auch für das Kompliment an mich. Und natürlich jederzeit, wenn ihr was habt, dann bin ich gerne da und diese Reichweite wird genutzt, um das Thema größer zu machen. Falls jemand da draußen ist und der hat jetzt vielleicht mehrere Fragen, können die euch irgendwo finden? Habt ihr eine E-Mail-Adresse, eine Homepage oder was auch immer, wo die Leute sich vielleicht bei euch direkt melden können, falls sie etwas auf dem Herzen haben? Ja, ich habe eine Internetseite, die heißt www.dnwo.de. Da findet man eine Kontaktmöglichkeit auch. Da kann mich gerne, wenn jemand Fragen hat, darüber anschreiben und ich werde mich dann auch zurückmelden. Okay, super. Vielen, vielen Dank an euch beide für dieses Interview. Hat mich sehr, sehr gefreut, dass ich meine Reichweite nutzen konnte, um dieses Thema einfach größer zu machen. Und ich denke, wir sehen uns nicht zum letzten Mal. Ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere da draußen noch Fragen hat oder auch das ein oder andere vielleicht auch näher eingehen möchte. Dann vielleicht sehen wir uns in einem weiteren Interview nochmal. Und ansonsten danke ich euch sehr und
Ich wünsche euch da draußen einfach alles Gute, das Ganze jetzt vielleicht auch zu verarbeiten. Vielleicht war das für den einen oder anderen neu, aber ganz, ganz wichtig, dass wir über diese Themen einfach Bescheid wissen, weil da draußen existiert das. Und wie ihr auch schon angesprochen habt, hey, wenn wir alle darüber Bescheid wissen, dann können wir dagegen etwas tun, auch wenn es, sage ich mal, nur in der Form ist, vielleicht Opfer stark zu machen oder zu wissen, dass es das Thema gibt und darüber zu reden, darüber zu sprechen, um ein Bewusstsein einfach entstehen zu lassen. Weil das ist ja ganz wichtig, bevor wir etwas dagegen tun können, müssen wir erstmal wissen, dass es existiert und wie das existiert und wie das funktioniert. Und ich denke, dafür war dieses Interview perfekt und hat einen richtig guten Einblick gegeben, was Menschenhandel eigentlich bedeutet. Also vielen Dank und ja, wir sehen uns im nächsten Video.